Hey Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Lil Polars mit einem neuen Video für euch heute, Leute. Und zwar reagiere ich heute auf Stamplay und natürlich noch auf Standardskill, Leute. Wenn ihr schon mal nichts mehr verpassen wollt, Leute, gerne Abo-Button und Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen, würde mich freuen. Gerne auch einen Daumen nach oben da lassen, Leute, würde mich ebenso freuen. Und ich würde sagen, wir schnacken nicht lange, wir gehen auch direkt rein und let's go. Sehr, sehr stark herumkursiert gerade aktuell, und zwar, dass Baby Klombo in das Spiel reinkommt. Ne? Und unter anderem halt auch Shrek. Tja. Wie mache ich das jetzt, Leute, hier? Alright, oder? Tja. Erster Arbeitstag aus der neuen Zentrale, ne? In der neuen Heimat angekommen, alles angeschlossen und es ist ungewohnt wie sonst was. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Wie habe ich überhaupt bisher YouTube gemacht, Leute? Alles verlernt. So ungefähr. Es hört sich auch noch mega hallig an, ne? Ja, willkommen zurück, Team Mittagsaktiv. Ich hoffe, euch geht es gut. Haut ein Like rein, wenn es euch gut geht. Wenn ihr schon gespannt seid auf das ganze Setup und was auch immer. Ihr seht es noch, es ist noch mega unspektakulär, ne? Es liegt noch alles rum, da liegen noch Kartons rum. Der Kühlschrank wenigstens leuchtet schon. Ich kann höchstens jetzt noch aufnehmen, ich kann nicht mal den Tisch hochfahren, gerade weil sonst gegen die Decke knallt. So ungefähr. Ne, du musst dich jetzt. Sich auch sofort. Ne, ist noch alles offen, deswegen der Hin-Background ist noch mega langweilig, aber es ist in Arbeit und ich denke mal, früher oder später werden wir hier auf jeden Fall ein wunderschönes Zimmer kriegen und ich werde euch auch dann die Wohnung zeigen, wenn halbwegs was fertig ist. Außer, ihr wollt natürlich schon mal vorab einen kleinen Sneak Peek oder sowas. Weiß ich nicht. Könnt ihr mal runterschreiben, ob ihr vielleicht schon mal so einen kleinen Teaser haben wollt. Das kann ich tatsächlich mit einer kleinen Kooperation zusammen machen dann, ne, und dann zeige ich euch ein bisschen was zum Zimmer, weil es gibt auch ein paar einige Sponsoren, die mich hier auch Hardware zur Verfügung gestellt haben und so weiter und so fort. Aber so schön das ganze Zimmer auch ist, ich hoffe die Soundqualität ist in Ordnung, so schön das auch alles ist, so schön ist auch Fortnite. Wir erwarten ein neues großes Update 19.2.0 morgen um 8 Uhr vormerken. Ne? Hier ein neues Update ist am Start, dort werde ich auch nochmal wieder ein paar Codes raushauen. Auch heute werden wir natürlich auch live sein aus der neuen Zentrale. Wenn dieses Video bis dahin online geht, solltet ihr auf jeden Fall mit reinschalten. So schön wir auch bei diesem Update einige Sachen erwarten können, gibt es natürlich auch sehr, sehr viele Gerüchte, die auch vielleicht unter anderem in das Update reinkommen können. Andere vielleicht wiederum nicht, wie zum Beispiel Baby Klombo. Oder vielleicht The Grotto kommt wieder. Auch interessant. Was ist mit dem Monster? Die Würfelkönigin ist jetzt schon auf der Map. Habt ihr auch schon ein bisschen länger darauf gehört. Ne? Ich hatte bisher noch kein passendes Video dazu, wo ich die reinbringe. Deswegen finde ich das auf jeden Fall jetzt ein gutes Thema. Das ist so ein paar Sachen und natürlich noch vieles weitere. Ne? Also 10 Gerüchte, wovon was ihr erwarten könnt. Und dann können wir mal schauen, was wir davon natürlich gerne in diesem Spiel hätten. So, ein bisschen längeres Intro. Like-Button und Abo-Button würde mich natürlich mega freuen, Leute, an dieser Stelle. Dann knacken wir die 800 oder 8000 und zählen nur noch so 100 Abonnenten oder sowas. Ne? Letztes Mal habt ihr einen richtig, richtig krassen Schub gegeben. Jetzt 3 Tage nicht live wegen einem Umzug und so weiter, ne? Oder beziehungsweise konnte auch nur spärlich Videos produzieren. Aber ich denke mal, mit diesem Video schaffen wir den Kick nochmal da rein in die nächste Ebene. Nummer 10. Fangen wir mit dem ersten Gerücht an, was natürlich jetzt auch mit der Story zusammenhängt und was wir jetzt auch in den Sprachnachrichten schon gehört haben, aber das Paradigma zurückkehrt zu den 7. Story natürlich eine Relevanz spielt, aber auch in dem Shop. Logischerweise durch die Audiologs erzählt ja gerade der Wissenschaftler eine Menge darüber, dass sie mit dem Paradigma sich ja gestritten haben und so weiter. Und da ist natürlich so nachschließend, dass sie irgendwann in einem Event, vielleicht zum Live-Event zu Season 1 dann kommt und die 7 dann irgendwie hilft, die IO abzuwehren oder sowas. Oder vielleicht auch erst in Season 2. Das ist natürlich noch offen. Und aufgrund dessen, dass die natürlich auch in der Story wieder eine Relevanz spielt, vermuten auch viele, dass er natürlich irgendwie auch wieder in den Shop kommen könnte. Das Ding ist aber, Paradigma war in Season 10 tatsächlich als Event-exklusiv betitelt worden. Man muss dazu sagen, Event-exklusiv, nicht Season 10 Event-exklusiv. Ein feiner Unterschied, das heißt, es könnte man trotzdem immer noch sagen, hey, wir bringen den Skin nochmal rein, diesmal für das Season 1 Live-Event und sowas. Er ist immer noch Event-exklusiv. Unwahrscheinlich, ich glaube, Epic wird sich schon daran halten, denke ich mal. Die zweite, eher wahrscheinlichere Variante ist, dass es von Paradigma eine zweite Version geben wird. Die werden wieder in den Shop reinbringen mit einem neuen Skin, neue Optik, angepasst an Chapter 3, damit die vielleicht nicht so ähnlich aussieht wie Singularität. Aber vielleicht ist ja auch die Optik mit Singularität ja auch gewollt. Und deswegen
würde dann natürlich eher die Variante 1 dafür sprechen. Bin mal auf jeden Fall gespannt, weil da tatsächlich nicht viele hatten hier die Gelegenheiten gehabt und auch viele neue Chapter 2 Spiele, die jetzt angefangen haben und die jetzt sich auch für die Story interessieren, weil die auch mega, mega in Fahrt gekommen ist, hatten nie Gelegenheit, sich diesen Skin zu kaufen. Nummer 9. Ah ja. Ein weiteres Gerücht, was aktuell schon seit Anfang der Season, sag ich mal, herumkursiert, ist tatsächlich, die Würfelkönigin ist schon wieder zurück. Zum Live-Event ist sie ins Wasser getaucht, hat ein Bad genommen, hat ein bisschen gejammert wie eine Katze und so weiter. Aber dass sie nicht tot ist, sollte klar sein, dass die Bedrohung noch da ist durch die letzte Realität auch. Und dann haben einige Leute so ein bisschen auf der Map rumgeguckt und haben dann diesen goldenen Punkt oder diesen leuchtenden Punkt in der Ferne gesehen und haben gesagt, da ist sie, die hat sich da versteckt und jetzt wartet sie nur darauf, bis sie wieder trocken ist und so weiter und dann greift sie wieder an. Das ist der Ursprung des Gerüchts, aber ist das wirklich die Würfelkönigin oder was ist das denn? Nein, das ist der Goblin, Leute, der gerade runterfliegt. Hui! Ne, dass sie da hinten jetzt rumgeiert, ne, ist ein bisschen weit weg von der Insel, wo die eigentlich abgetaucht ist und jetzt da hinten ist. Fakt ist aber tatsächlich, dass es keine Spielerei gibt für die Würfelkönigin, die in der Ferne irgendwo rumschwebt. Warum auch? Ich finde auch tatsächlich, dass es ist noch ein bisschen zu früh, um die jetzt noch in das Spiel reinzubringen, um die Story relevant zu machen. Deswegen macht es keinen Sinn. Und vor allen Dingen erinnere ich mich noch an Chapter 1. Dort gab es ja auch Hintergrundberge. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die alten Berge, wo wir auch noch so Städte gesehen haben, wie Tilted Towers oder so Kombination, wo auch damals schon die Leute drauf geguckt haben und haben gesagt, ey, da sind noch andere Städte und so weiter, da sind die neuen Maps und zweites Tilted Towers oder sowas. Uralt. Ich weiß nicht, ob ich dazu irgendwelche Bilder finde. Und auch dort gab es einen leuchtenden Punkt. Ich meine, es ist einfach ein goldener Punkt, ob das die Würfelkönigin ist oder nicht, sei es drum. Dass sie wiederkommt, ist mehr als wahrscheinlich, wie gesagt. Ich rechne es safe damit, damit könnten wir auf jeden Fall mitrechnen. Sehr logisch. Habe ich das Gameplay eigentlich schon mal gezeigt, Leute? Bin mir gerade nicht sicher, ich glaube schon. Schon ein bisschen länger her, ich hatte jetzt keine Zeit, krass das Gameplay aufzunehmen. Aber nichtsdestotrotz. Nächstes Gerücht, was herumschwirrt, ist, dass Grotto wiederkommt. Der Ursprung dieses Gerüchts ist ganz klar. Hypex hat mal ein Leak rausgebracht, dass wir ein neues Höhlensystem in dem Spiel erwarten, das halt ähnlich wie Grotto sein soll. Ne? Quasi Höhlen, Untergrundsystem. Das Ding ist halt, in Chapter 3 haben wir schon mehrere Höhlen. Bei Shifty Chefs gibt es ein kleines Höhlensystem. Unten in der Wüste gibt es ein kleines Höhlensystem. Natürlich bei weitem nicht so wie Grotto. Aber natürlich, ne, ist schon mal ein bisschen vorbereitet. Und vor allen Dingen, der Leak spricht ja auch dafür, dass die IO sich nochmal ein Höhlensystem bauen wird. Ein Untergrundbunker mit einem Lager und Station und was auch immer und sich dort ausbreiten wird. Mit weiteren Bossen und SMG, das wissen wir ja. Das ist der Ursprung. Durchaus, wissen wir das. Deswegen vermuten auch viele, dass wir halt Grotto selbst bekommen. Nummer 7. Einige Season 2 Gerüchte kursieren ja auch herum wegen Tabor Hill. Der hat ja auch schon mal ein Video rausgebracht, wo er ein bisschen was angeteasert hat. Zum Beispiel, dass die IO und die 7 einen massiven Season-Krieg miteinander aushandeln werden. Entweder zum Ende von Season 1 oder spätestens Season 2. Das ist schon mal soweit so gut. Das kann man sich natürlich auch selber herleiten mit dem, was ich gerade aufbaue. Aber auch, was er gesagt hat, sind tatsächlich auch Fahrzeuge geschützt. Doch, das Gameplay hatte ich definitiv doch schon. Egal, jetzt seht ihr es doppelt. Vielleicht haben es ja einige letztes Mal gar nicht mitbekommen. Fahrzeuge mit Geschütztürmen, auch etwas, was wir für Season 2 schon mal mitrechnen können. Eine Möglichkeit, was ich mir dabei einfällt, immer wenn ich an ein Fahrzeug mit Geschütztürmen denke, muss ich immer an Halo und den Warthog denken. Ne, das ikonische Fahrzeug mit dem Geschützturm obendrauf, daran muss ich immer denken. Und vor allen Dingen macht es deswegen Sinn, weil eine neue Halo-Serie wurde jetzt angekündigt, die rauskommt nach Season 1 tatsächlich im März, passend zu Season 2. Das ist eine Sache. Und zweitens, die Serie wird von Paramount produziert, beziehungsweise ist von Paramount. Und Paramount und Epic sind seit letztem Jahr so. Dazu kommen wir noch ein bisschen später mehr, noch zu ein paar weiteren Gerüchten. Ne, die haben ja einen Deal jetzt miteinander geschlossen und eröffnen so einige Möglichkeiten. Und deswegen, warum nicht ein Fahrzeug mit Geschützturm und dann noch Halo miteinander zusammenbringen? Nummer 6. So, das Gameplay könnte neuartiger sein, ne? Weiteres Gerücht, was gerade herumkursiert, eines der neuesten, tatsächlich zurück in die Zukunft. Ist klar, haben wir schon mehrmals drüber geredet. Donald Mustard hat mal einen Twitter-Post gepostet, wo To Be Continued steht, in der Schriftzug von Zurück in die Zukunft. Und natürlich mega offen aktuell, dass das irgendwie reinkommt mit einigen weiteren Indizien, die ich auch schon mal angesprochen habe. Dafür gibt es aktuell keine weder krassen Bestätigungen noch irgendwelche anderen Sachen, wo man sagt, ey, das ist unlogisch. In Fortnite kann alles passieren, auch Zurück in die Zukunft für eine Kooperation. Deswegen, es kann sein, ist dann nicht so, die Chance ist 50-50, aber wir nehmen das Gerücht mal mit auf. Nummer 5.
Oh, das nächste Gerücht ist sehr, sehr, sehr interessant. Und, ne, und zwar die Rückkehr des Zeppotron. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Und hört man eigentlich schon immer wieder. Der Zeppotron, eine uralte Waffe in Chapter 1 damals, war für ein paar Tage nur drin. Haben so gut wie keiner benutzen können, aber war quasi sowas wie die Railgun. Hat sich auch mega ähnlich gespielt tatsächlich. Und das Gerücht, dass es wiederkommt, wird halt immer, immer stärker. Angefangen schon tatsächlich in Chapter 2, wo der hier Hochstapler-Modus reingekommen ist, haben wir dort das Zeppotron tatsächlich im Hochstapler-Modus gesehen. Tun wir immer noch, wenn ihr den Hochstapler-Modus seht. Ja. Aber als der Modus reinkam, hat das Gerücht schon so ein bisschen gestartet, dass das Zeppotron wiederkommt, weil dort war auch diese Tafel, die wir auch in Season 8 Live-Event benutzt haben, um die um das Trommelgewehr zu anvolten. Und deswegen vermuten viele, dass die IO gerade versucht, hier das Zeppotron quasi wieder auf die Insel zu bringen und versuchen, ihn wieder quasi aus der Steintafel herauszubrechen, was wir damals quasi in diesem Live-Event gemacht haben. So, das, ne, das ist so eines der Gründe für dieses Gerücht. Das Chapter 3 hat angefangen und ist es immer noch nicht drin. Aber Chapter 3 hat nochmal das ganze Gerücht nochmal ein bisschen befeuert, ein bisschen Feuer reingeschippert, und zwar bevor Chapter 3 gestartet ist, als wir im Wasser rumlagen, gab es unterschiedliche Items, die vorbeigeschwommen sind. Unter anderem Spider-Man-Item drinnen, ne? Beziehungsweise ein Spider-Man-Rucksack schwamm rum. Dass Spider-Man als Kooperation reinkam, war quasi so der Teaser dazu. Dann ein Tilted Towers-Schild schwamm da auch rum. Tilted Towers ist auch reingekommen. Und eines der möglichen Items, die auf die in diesem Wasser schwimmen konnte, war das Zeppotron. Und das Zeppotron ist bis heute nicht raus, im Poster-Modus, plus im Wasser schwamm es rum und es ist immer noch nicht draußen, deswegen die Gerüchteküche ist da am Brodeln und ich finde, es könnte plausibel sein. Ne? Zeppotron könnte eines der Waffen sein, natürlich mega überarbeitet und hat nichts mehr mit Chapter 1 zu tun und könnte eher so Richtung Railgun gehen, vielleicht nur ohne Wände zu durchschießen oder so, damit die Leute nicht wieder so viel meckern. Ich hatte meinen Spaß mit der Railgun, Leute, ich habe zwar immer wieder auch eine auf die Fresse bekommen durch eine Wand oder so weiter, aber es war so satisfying, ne, Leute hinter einer Wand zu treffen, meine ich mal, und zu predikten, wo die sind, und das war so, das hat Spaß gemacht. Nummer 4. Vorhin waren wir ja bei der Geschichte mit Paramount und dass Epic das Ganze angenommen hat und so weiter, ne, beziehungsweise dass sie jetzt einen Deal haben. Und aufgrund dessen, dass jetzt Paramount und Epic ein bisschen mehr zusammenarbeiten und wir wissen, wenn Epic sowas macht, kommen auch Sachen in Fortnite rein, so wie mit Marvel. Und Paramount gehört eine ganze, ganze, ganze Menge, muss man sagen. Ne? Und unter anderem halt auch Shrek, Teenage Mutant Turtles gehört auch dazu. Ne? Das sind schon mal so ein paar Franchises. Halo vorhin auch angesprochen. Laut die Gerüchteküche, dass natürlich Paramount eine Menge, Menge Filmlizenzen nach Fortnite hergibt, um gewisse Charaktere reinzubringen. Shrek. Wahrscheinlich mega beliebter Charakter, würde in Fortnite reinpassen, wenn wir schon keinen Hulk haben, kriegen wir einen Shrek rein. Warum nicht? Wie gesagt, auch das hat eine Menge Grundlage, ist sehr plausibel, in Fortnite ist alles möglich. Heutzutage kannst du eigentlich alles sagen, was irgendwie mal in der Welt herumkursiert, dass es irgendwann mal in das Spiel reinkommt. Sei es Modemarken, sei es Charaktere aus irgendwelchen Filmen oder Serien. Ja, das sollte man beachten, deswegen finde ich auch plausibel und eines der gängigsten Gerüchte aktuell. Lass mir mal stehen. Nummer 3. Oh, aber das nächste Gerücht, Leute, ist böse. Das ist böse. Ne, das ist auf jeden Fall eines, was sehr, 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 sehr stark herumkursiert gerade aktuell. Und zwar, dass Baby Clombo in das Spiel reinkommt. Ne, und da musste ich ein bisschen rumgraben tatsächlich, weil tatsächlich gibt es aktuell weder ein Leak, noch eine Spieldatei, noch ein Skin oder irgendwas, das darauf hindeutet, dass wir Baby Clombo bekommen. Also wo kommt das Gerücht also her, dass wir auf einmal ein Baby Clombo bekommen? Ich meine, es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir mal Clombo als Skin bekommen. Epic weiß, dass er mega beliebt ist und so weiter und werden deswegen bestimmt einen Skin daraus machen, wenn die das nicht schon längst fertig haben und jetzt bald rauskommt, jetzt vielleicht im nächsten Update oder so. Das ist, sei dahingestellt, ne? Aber da muss ich ein bisschen rumgraben und tatsächlich, Leute, nein, diesmal nicht TikTok. So gerne ich auch immer wieder auf TikTok das Ganze schiebe. Ne? Und es gibt auch Clips auf TikTok, die sagen, das Ganze mal zeigen, dass Baby Clombo rauskommt. Und hier ist ein Backbling mit tausenden von Bildern. Hier, schaut euch mal die geilen Bilder mal hier an. Die sehen komplett real aus, ne? Dass Clombo rauskommt, dass ein Baby rauskommt und dass wir als Backbling bekommen und als Tier. Was ich übrigens mega feier. Und versteht mich nicht falsch, es kann natürlich rauskommen, ne? Das sage ich ja immer wieder. In Fortnite ist alles möglich und natürlich kann auch ein Baby-Clombo als Rucksack rauskommen, auch wenn Fortnite Haustiere nicht mehr so aktiv verfolgt. Aber nichtsdestotrotz,
Der Ursprung diesmal ist tatsächlich YouTube. Und zwar unsere allseits bekannte Lügenpresse, auch Friendly Machine. Er gehört zu der gleichen Kategorie wie Ghost Ninja, Home of Games und so weiter. Bekannter Lügner und Fake-Verbreiter, der, sag ich mal, immer wieder Sachen erfindet und so weiter. Hat dann tatsächlich seinen Thumbnail-Macher, EA Skate Concept. Ihr kennt den, er macht supergeile 3D-Modelle für das Spiel, Konzepte, neue Skins. Der Mario-Skin zum Beispiel im Spiel stammt auch von ihm. Ja, der macht mega krasse Konzepte, sehen mega sick aus und so weiter. Und der macht auch die Thumbnails für Friendly Machine. Der kriegt auch Geld dafür. Friendly Machine hat ihn bezahlt dafür. Hey, erstell doch mal eine kleine 3D-Animation, wo man sieht, dass Crombo aus dem Ei schlüpft. Und dieser Trailer ging viral. 3,1 Millionen Views ist das Ding explodiert. Und deswegen hat sich das Ganze verbreitet. Und es gab auch unterschiedliche Thumbnails. Baby Crombo ist da, so bekommt ihr den. Hier findet ihr geheime Höhle, wo ihr den findet und öffnet. Bla, bla, bla. Ne? Also, komplett an den Haaren herbeigezogenes Gerücht aktuell, weil, ne, und deswegen kompletter Fake. Aber wie ihr auch schon gesagt, Leute, kann sein, dass Epic die Idee geil findet und sagt, hey, Baby Crombo als Rucksack und als Tier, wir haben schon lange keine Haustiere rausgebracht, lasst uns die Idee wieder mal aufbeleben und lasst uns mal Crombo reinbringen. Das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, aber das ist eher Zukunftsmusik und Stand aktuell gibt es nichts dazu und alles, was ihr dazu seht, Bilder oder was auch immer, sind tatsächlich dann auch einfach nur Photoshops und je nachdem, was euch der YouTuber dann auch erzählt, ist natürlich dann auch gelogen. Ich weiß auch, dass viele YouTuber das gesagt haben, vorhin, ey, er kommt rein, Leaker, bekannte Leaker haben gesagt, das ist so, und haben dann irgendwas geblubbert, was nicht stimmt. Nummer 2. Auf dem nächsten Platz der Gerüchte, die gerade herumkursieren, Leute, ist die Rückkehr von Kaitos. Ne? Und da habe ich auch schon mal einmal angesprochen, neben Tilted Towers ist ja der Schädel von Kaitos aufgetaucht. Und laut den Leaks in den Spielerteilen wissen wir, dass natürlich unter diesem Schädel tatsächlich eine weitere Höhle sich befinden soll. Genauso wie die IO sich eine Höhle basteln soll, soll es tatsächlich eine Höhle unter dem Schädel geben, wo dann tatsächlich Kaitos mehr oder weniger zu hören ist. Und zwar Monstergebrüll oder ein Schnaufen von dem Monster, was da herrscht. Kaitos selber ist tot, deswegen ist ja der Schädel da. Deswegen könnte es ein Ei sein, was Kaitos gelegt hat. Und wenn ja, wann hat er überhaupt Zeit dazu gehabt, Leute? Also der war sportlich, der hat ein Messer im Kopf gehabt und ist danach sofort verschwunden. Hat er irgendwie ein Ei produziert oder sowas und hat das Ding da auf jeden Fall verfrachtet? Und deswegen ist das jetzt auch so langsam geschlüpft und ne, deswegen kursiert er da jetzt irgendwo rum. Vielleicht hat sich auch ein bisschen durch die Erde gebuddelt bis zum Meme-Gebäude bei Tilted oder sowas. Ne, und deswegen kursiert das Gerücht, dass wir Kaitos tatsächlich wiedersehen. Und ich finde, das hört sich ein bisschen plausibel an. Gerade diese Monstergeräusche, denke ich mal, das Ding, was das Gerücht hier auf jeden Fall den nötigen Pep gibt. Sonst wäre das natürlich auch nur einfach eine Höhle, wo ich sage, okay, nur weil da eine Höhle ist unter dem Schädel, muss das nichts heißen. Nummer 1. Das absolut schlimmste Gerücht überhaupt, Leute, besagt, dass wenn man Creator Code HeyStunny eintippt, dass man dadurch auf jeden Fall einen krasseren Skill bekommt und dann auf jeden Fall an die Gratis-Items von mir herankommt oder sowas, ne? Kursieren einige herum, dass man das eintragen soll, dass man den supporten soll, posten auch tatsächlich viele amerikanische und so weiter oder beziehungsweise internationale Zuschauer, die kaum nicht verstehen, aber posten dann Screenshots, dass sie mit einem Creator Code was kaufen und so weiter. Das geht raus. Ein mehr als einige deutsche Zuschauer. Wer weiß, ob da in dem Gerücht was drinsteckt? Tragt es trotzdem gerne ein. Vor allen Dingen, weil jetzt das große Update rauskommt, habt ihr das Ding schon mal safe drinne. Dann kommen die neuen Skins raus, von denen ihr euch bestimmt so einige holen werdet. Nein, aber das wahre Gerücht, Leute, dass der Roboter wiederkommt. Und nicht nur, dass der stinknormale Roboter wiederkommt, sondern dass tatsächlich auch die Statue von dem Fundament auch dann irgendwie als Waffe dient. Oder vielleicht sogar der Roboter ist und die denn zum Roboter umbauen werden. Weil, ne, wir haben ja aktuell Story-Missionen, wo wir tatsächlich die Sieben dazu helfen sollen, in den Weltraum zu kommen, damit die dort ihre Teile reinbringen, die dort vergessen haben. Die erste Rakete ist gescheitert, die zweite Rakete ist aktuell oben. Was sie dort macht, ist schwer zu sagen. Werden wir im nächsten Update rausfinden. Immer noch natürlich Streamplan aufschreiben, Leute. Ne, und bevor wir hier zum Schluss kommen, natürlich auch gerne Abo-Button und Glocke reinhauen, wenn ihr das Video geguckt habt und wenn ihr euch die Plätze durchgeskippt habt. Ich weiß, dass einer das macht. Ein Like-Button würde mich natürlich genauso freuen. Aber ne, wir haben ja auch den Arm im Wasser auf der linken Seite der Map. Dort liegt ja einfach der Arm herum. Und ne, das beflügelt ja nochmal sozusagen die Roboter-Theorie. Und wenn sie die Teile wiederholen, hört sich das eher so an, als ob er kaputt ist. Deswegen könnte schon dafür sprechen, dass wir tatsächlich den Roboter wiederbekommen. Und dann das Fundament, die Statue nutzen, um den zum Roboter umzubauen. Wilde Theorie, was auch immer passiert. Wenn's, sei es einfach nur, dass wir dann einfach nur einen anderen Roboter bekommen und einen neuen bauen und deswegen Paradigma wiederkommt. Alles kommt irgendwie zusammen.
Welches Gerücht gefällt euch am meisten? Schreibt runter in die Kommentare. Junge, das ist immer noch seltsam, hier im neuen Zimmer aufzunehmen. Es hört sich so anders an, ne? Die ganze Akustik ist so weird. Auf der rechten Seite findet ihr weitere Videos. Es würde mich gerne, würde mich mega freuen, wenn ihr natürlich die Geburtstagsmap auscheckt oder wie sich zwei Klombos miteinander treffen. Dort seht ihr auch nochmal so ein bisschen Background zu dem ganzen Umzug. Und je mehr Flasse, ey. So, nächstes Video, Leute. Ja, letztes. Ich hab gerade ein neues Video und zwar heute. Wir haben das Champion hier live im Livestream. Wir sind gerade live am Stream, Leute, aber wir werden jetzt kurz sehen bei Mad Champion. Wir haben 7221 Punkte. 7210 Punkte. Das heißt, wir müssen erstmal hier uns die Sniper rausholen, weil hier sind safe Sniper, ne? Und dann müssen wir eigentlich nur ein paar Punkte machen. Wir bekommen Besuch. Ich habe noch keine Waffen. Ja, gut. Komm her, komm her. Lass direkt straight zu den Splashies. Kannst du mal aufhören, den armen Jungen zu attackieren? Der hat wollte uns Stream snipen wollen. Gegner. Lass mich durch. Lass mich durch. Der One. Ich hab das schon geregelt. Das ist wirklich cool. So, wir müssen gar nicht mehr so viele Punkte machen. Komm her, ich hab Minis. Ja. Splashes gebe ich dir nicht. Mussten wir auch nicht geben. Also, was müssen wir jetzt noch machen? Wir müssen jetzt eigentlich nur 250 Punkte machen. Das heißt, die Runde muss auf jeden Fall im Kasten sein. Das heißt, wir müssen gewinnen. Die Gegner dürfen nicht explodieren. Und dann werden wir hier alle auseinandernehmen. Die Gegner sollen explodieren. Ach so, ja, die Gegner sollen ja explodieren. Ja, wir sind jetzt, ich und Esti wollen jetzt auch in der Pro-Szene Fuß fassen. Deswegen zocken wir jetzt mal Arena. Haben sich auch schon viele gefragt. Und man merkt. Also, ich fasse keine Füße an. Man merkt auch. Ey, die Leute haben sich im letzten Video, ich habe ja schon mal ein Video hochgeladen, Leute, wegen Arena. Letztes Mal, die Leute denken jetzt wirklich, wir denken, wir sind Pro-Player. Obwohl wir es niemals gesagt haben. Schade, Lobby, dass man... Ah, ja. Spaß. Ja, schade, die dass Leute man sich fühlen einfach, das, dass wir das machen, so und deshalb machen wir das. Ich finde schade, dass man sich nicht mehr freuen darf, Leute. Dass man sich nicht mehr freuen darf, dass man mal ab und zu mal gewinnt. Na, ist okay. Sehr lahm, Alter. Lass dich nicht entgegen. Baba, oh, mach du so viel. Ey, das ist... Bam. Wenn man überlegt... Ey, Alaba! Das macht gar nichts mehr. Ey, überleg mal, ne? Die Pistole macht genauso viel Damage wie eine epische Ranger-Waffe. Die Pistole ist wirklich geil. Oh, drop mal hier schon mal. Ich brauch aber noch richtig gut, ne? Ich hab gar nichts. Ich hab auch nur eine SMG. Boost dann rüber. Und drop mir ein paar Sachen. Komm mal her, du kannst das haben, wenn du willst. Ein bisschen SMG-Moon brauch ich. Ja gut, du kannst die großen Schild obwohl nehmen, machen wir das. Ja, ich hab Splash 6 Stück und hab Minis. Ja, okay, nice. Lass uns mal direkt zum Tresor. Ich hab ein gutes Gefühl. Sag gutes mir Gefühl wieder beim Tresor. Drei Snipers oder was? Vielleicht sogar vier, Bro. Ja, das Ding ist halt, bei dem Tresor ist eigentlich mal einer. Also wenn hier jetzt keiner sein sollte, dann wäre das Ausnahme. Das wäre Ausnahmeregel. Und top. Oh. Clean, Leute, cleaner. Ganz clean. Hallo, Herr Schneemann. Nein, hier ist keiner. Durch niemand. Das heißt, wir gehen runter und bekommen eh die vier Sniper, von denen du gerade erzählt hast, Bro. Glaubst du nicht. Sowas von mir. Ich glaub's wirklich nicht. Das erste Mal, dass der Tresor zu ist. Ich das gibt erstmal eine Feier. Und ein Lied für dich. Vom coolen Checker ein Lied, Leute. Oha. Oh, ich bin der letzte Champion. Wow. Leute, wir werden endlich Champions und können einen Cash Cup mitspielen, wie die Pros. Hey, da können wir schreiben so, mit Ninja einen neuen Cash Cup gespielt oder so. Oh mein Gott, Ninja hat mich gekillt zum zweiten Mal, Leute. Das wird geil. Stimmt, Ninja hat dich ja wirklich schon mal gekillt, ne? Niemand hat's mir geglaubt. Ich habe sogar ein Video mit Beweis. Ey, guck mal, was Essi übersieht. Dazu sage ich auch nichts mehr. Was habe ich übersehen? Aber ja, es ist auch. Es ist einfach. Aber sag mal, was habe ich denn übersehen? Du hast so fette Big Baba Boo, hast du übersehen. Mit einer schönen MK7. Das tut weh, Leute. Eine lilane MK7. Ja, lass wirft. Ich sag mal so, vielleicht solltest du die mir überlassen. Ich hab halt eine graue Pam. Das nervt. Pam. Okay, Kinder. Wir gucken jetzt mal. Hier bei Lockjam Jumbo Jump sind, glaube ich, welche. Schwitzerskin auf jeden Fall. Ich verstehe nicht, warum die Leute anonym reinmachen. Wahrscheinlich alle am Stream Kamera. Guck mal, siehst du die unter uns? Nee, ne? Also ich hatte neulich... anonym drin, weil ich dich gestreamsniped habe. Guck mal. Das hat halt so diesen Sinn gehabt. Ist da jemand? Ist der Ja. Der pusht. Der ist alleine, sein Kollege ist noch ganz weit hinten. Dann müssen wir richtig push rein. Ja, machen wir. Der ist sowas von One, Bro. Ich geh in Spitzhacken. Der ist
Ich geh in die Spitze. Er ist Brawler, wieder fährt, Digga. Dein Kollege ist da. Wer ist hinter dir? Ja. Kurz nachladen. Der Kollege hat auch gute Hits. Ich habe ja keine Silver. Gute Hits, Shieldbreak. Dann reiht sich. Einer ist down. Jetzt reiht mir aber. Wo ist der andere? Der ist unter uns. Gute Hits. Der ist wirklich one jetzt. Das du kommst jetzt runter. Er heilt sich halt, der Eklige. Hä, der haut ab. Wo ist er? Hey, so eine Nervensäge, ne? Leute. Ey, habt ihr vielleicht eine bessere Pump als ich? Ich sag euch, Freunde, ich fühle mich so lost, wenn ich keine MP habe. Ich hab das Gefühl, ich komme da nicht rein bei den Gegnern. Weißt du, was ich meine? Ich hab einen 50er, komm her. Schön. Aber wir haben hier, also das war wirklich, du hast den hier schon One gemacht, ne? Und er hat wirklich, ich habe ihm danach noch einen 34er gegeben. Er hatte wirklich, ich würde sagen, Leute, weniger als ein HP. Einen halben HP. Und er hat, glaube ich, alle seine ganzen Heal-Items in der Zeit benutzt, wo wir den anderen attackiert haben. Hundertprozentig. Der hatte gar keinen Bock auf uns gehabt. Nimm mal die blaue Striker-Pump, wenn du keine bessere hast. Ich hab. Okay. Ich habe jetzt MP, ich bin jetzt full ausgerüstet. Ja, gerade war ich ja so loopmäßig ausgerüstet, aber jetzt bin ich cool. Oh mein Gott, Splash ist hier normal, aber kann ich nicht nehmen. Ist egal. Kannst du noch Splash mit dem 2 nehmen, ne? Ich hab hier ein Dingens, Juicy-Dinger. Ja, ist egal, lass hier auf High. Pippa. Vielleicht können wir bei Dings welche finden. Bei komisches. Ey, wir müssen aber noch ein paar Kills machen hier. Aber im Endgame machen wir eh Kills, Freunde. Ansonsten wird das gar nichts hier mit Champion-Männchen. Im Endgame kommen die Kills von alleine. Oh mein Gott, guck mal, was da ist. 15 Hype, jetzt nochmal nur 200 Punkte. Oh, soll ich die? Nee, ich kann nicht. Ich hab. Nimm du mit, wenn du willst. Aber ich weiß nicht. Ich hab auch keinen Platz, Bro. Ja, ich hab schon die Pump deswegen liegen lassen. Es ist so nervig. Lass mal liegen. Die Runde schaffst du nicht, sagt einer hier mit Champion. Doch, ich werde Champion die Runde. Weil wir werden jetzt noch High Kill Round machen, Freunde. 20 plus. Das sind 100, ungefähr 100 Punkte nochmal. Komm jetzt. Alter Scheiße, fast Fall Damage. Auerskin hat Blitz. Hit. Boah, ich bin jetzt bei dir. Warte. Ich komme. Ich teile gerade jemand anderes. Ja, also auch den Partner von dem. Ich komm zu dir. Ich helfe dir erstmal. Ja, ich muss kurz nachladen. Was ist das für ein Affenzirkus hier? Einer ist one. Einer ist down. Ich hab dich geboxt. Was ist denn bei dir? Oh. Du bleibst stehen, hab ich gesagt. Haut der ab, oder was? Nee, Bro, sorry, ich muss dem hinterher. Ja, der haut ab. Guck auf Karte. Auf Dingens. Der darf nicht entkommen. Der ist unter uns. Hä, was glaubst du? Der ist unter uns, Bro. Der hat wirklich Spinnens benutzt. Dann ist er wieder zurückgeflogen. Er ist one. Kleine 31er. Oh mein Gott. Aber ich sagte, die sind auch Könige im Abhauen. Die sind gerade wirklich hartnäckig. Ja, hab ich. Ich muss da einmal splashen. Da hinten lang aber noch zwei Splashes. Die hole ich mir gleich wieder. Boah, ey, das dauert aber auch mal, ne? Also. Aber guck mal, ich sag dir ehrlich, lieber so, kein Problem, als wenn dann plötzlich wieder von hinten zwei unnötige Gegner sich einmischen. Ich bin full, Bro. So, ich splash jetzt einmal voll. Die anderen Splashies, die lagen ruhig da oben, ne? Blau MP sagt ihr? Okay. MP ist eigentlich Marcel. Wo ist die blaue MP? Oder soll ich hier die... Ah, Leute, ich nehme den Sprengler mit. Boah, siehst du, wieder 15 Hype bekommen. Let's go. Oh mein Gott, wir können es echt noch schaffen. Top 10. 50 für Win? Das wird sein, Leute. Bro, dann lass mal nochmal versuchen, zwei Gegner so zu finden. Champions, Freunde. Absolute Champions. 20 Leute leben auch noch. Let's go. Ah, nee, Leute, ich sag euch, der Sprengler ist schon richtig, richtig eigentlich. Bro, Pizza auf meinen Nacken. Schön mit Champions. Ich werde jetzt hier noch ein paar Holzdinger mitnehmen. Weil das ist auch Pro-Gameplay, sag ich mal, was ihr hier seht. Ne? Pros lernen von uns. Kapitel.
Aber ich muss sagen, die sind gerade echt auch solide gepusht. Die machen gut Druck und die Gegner können halt kaum reagieren darauf. Och, guck mal, Splash ist da hinten lang. Ah, ist egal. Nee, ich hab Sprengkraft. Ich nehme meinen Regensprengkraft mit mir. Und im Endgame haben wir bestimmt nochmal 3-4 Kills. Also wir müssen bei Stani. Champion. Das ist das Ding. Das wird hier eine knappe Kiste. Eine ganz knappe Kiste. Die Leute belieben im Chat nicht an uns, aber wir. Hinter mir. Schüsse? Ja, hinter mir. Hinter dem Baum. Da. Der ist alleine, oder? Nee, der ist nicht alleine. Der Kollege kommt links Busch. Okay, ich bin im Busch. Kannst von dort drücken. Ja, warte. Oh mein Gott, der Kollege ist so big damit. Schwarzer Spider-Man auch gute Hits. Lass ihn links pushen. Okay. Soll ich hier? That's one. Geh rein in deine Box. Nein. Ja, ich muss auf high. Hab einen. Nice. Ich muss ihn finishen, ich brauch. Deine push. Ich bin jetzt dein HP. Nein. Endlich eine Pump. Ich komm runter. Komm zu mir. Der ist auf High. Ich muss einmal nur kurz. Wenn du einmal kurz runterkommst, ja, ich bin hier. Wir heilen uns. Immer ein Chili. Okay, nice. Pass auf, der wird reinkommen. Der wird Soll er. Ich bin bereit. Ich hab. Glaubt man nochmal den großen Schitter? Biggie mit? Noch nicht rausgehen? Ja, ich habe jetzt alles nachgeladen. Also der hat eh nicht mehr für den, glaube ich. Aber lass mal gleich rausgehen. Lass mal hier. Hast du noch ein bisschen SMG-Moon? Aber weißt du was? Scheiß drauf. Ich nehme MK7. Alles gut. Lass mal hier Überblick verschaffen. Müssen wir den eigentlich crushen? Ja, aber erstmal Überblick verschaffen, weißt du? Ich weiß nicht, wo der hin ist. Ich glaube, der ist bestimmt abgehauen. Oder denkst du nicht? Aber nee, die Karte war Fußstapfen bei mir rechts. Hier irgendwo in dem Haus. Okay, warte. Ja, der wird da kämpfen. 100 Pro. Okay. Bei mir. Hat gute Hits. Er ist gestaucht. Let's go! Oh, let's go, Leute. Leute, niemand legt sich gegen das absolute Dream Team in Arena an. Der coole Checker und der coole Schläger. Oder wie auch mal heißen. Das war, ey, wir spielen gerade aber auch echt clean, ja? Wir spielen aber die ganze Zeit nicht gespielt. Wir machen hier... Weil immer, wenn wir richtig... Guck mal, das Ding ist, wenn wir Aufnahmen machen, dann sind wir wirklich motiviert und spielen dann richtig ernst. Ach so, ja, Leute, deswegen... Bei mir war doch auch so, wir haben gerade auch Aufnahme gemacht. Ey, auch Leute, top gespielt beide. Jetzt wieder für Stani Aufnahme, let's go. So, jetzt mal gucken, hier da hinten Riften, welche können zu uns kommen. Wir sind hier mitten in der Zone, ne? Das ist ja einfach bauen, guck mal hier. Aha. Kannst du da die Sniper-Pistolen usen und dann wieder droppen? Hier bleiben wir. Na komm, Sniper, ein bisschen mitnehmen, Leute. Vielleicht kann man den einen oder anderen wegsnipen. Mitten in der Zone. Boah, ich weiß jetzt nicht, was es noch Platzierungspunkte gibt, Leute, aber es wird echt knapp mit Champion, ne? Es wird wirklich knapp. Also so 2, 3, 4 Kills wären noch wichtig, jetzt vor allem. Am Ende haben wir eh, denke ich mal, noch einige. 3 mal 3 Kills, also überleg mal, wir kriegen jetzt noch 4 Kills hin. Dann haben wir 7400 Punkte. Dann gewinnen wir die, ey, schaffen wir. Also wir müssen aber gewinnen. Okay, komplett. Oh, links sind welche, wollen wir da lang, hin? Lass mal, komm mit. Links. Okay, warte, ich muss meine Waffe wechseln. Weil die müssen hier in die Zone reinlaufen, dann noch. Da hauen welche ab. Ich gehe in den Busch rein. Auf Undercover. Komm mal. Oh, guck mal, links, die pushen die. Zwei, links ist noch jemand? Ja, vielleicht, wenn die hier langkommen. Wenn die jetzt langkommen sollten, Bro, dann lasern wir die gleich, weißt du? Guck mal hier. Dort sind noch welche? Ja. Oh mein Gott, ich hätte jetzt Sniper, Leute. Lass mal hier einfach chillen im Busch. Aber wenn die jetzt weiter pushen... Irgendjemand kommt einfach in unsere Richtung, weil ich habe die goldene Pump, Bro. Und das wird wirklich nicht gut schmecken. Oh, Leute. Für den Gegner. Guck mal, vor uns. Da, Bro. Rabe. Lass ihn ran. Rabe? Lila Rabe? Nee, aber guck mal, die sind doch, ja. Ich weiß es nicht. Vielleicht geht die schon wieder im Rahmen. Nur nicht schießen. Mann. Die pushen die anderen halt, ne? Da kriegt man schon irgendwie Lust drauf. Da kriegt man richtig Lust drauf. Aber ich dachte halt, die kommen jetzt hier richtig vorbei und machen einmal... Vielleicht hätten wir so 2, 3, 4 Hits getroffen, aber das wär's dann auch. Ja, die bauen eh direkt ein, aber vielleicht können wir noch randoms lang. Ich könnte mir... Guck mal, es leben noch 10 Leute. Ja? Hier wird doch irgendwo einer... Was ist denn das da überhaupt für eine Waffe? Ranger. Schmutz.
Also wenn jetzt hier keiner langkommt, oh, aber hier der Rab, wollen wir immer? Ich guck, komm. Okay, komm. Ja, natürlich. Müll, Alter, das hat sich ja gar nicht gelohnt. Wie oft kommt diese Kackwaffe raus? Das ist ja schon fast respektlos, dass wir da auf den Rahmen geschossen haben. Oh, die Falten da vorne, da liegt noch ein 50er. Es sind nur noch 8 Gegner. Denk dran, am Start, ich hab ne? immer noch, ach, 8 Gegner sind nur noch, stimmt, ja. Aber warte mal, ich hab. Es wäre schon wichtig, dass wir vielleicht 2 Kills noch machen. Ich hab aber das Gefühl, dass hier gleich noch einer kommt. Sag ich, der hat doch Wart. Das wird vielleicht einer noch. So ein Einzelner oder so, vielleicht noch vorbeigehen. Nee. Okay, ich werde. Hinter uns, hinter uns! Oh, die könnten mich abfangen, glaube ich. Sehr gut. Die müssen wir abfangen, Bro. Warte. Die sind da unten, die sind da unten, hier unten. Ja, die müssen wir holen. Die müssen wir so. Wir müssen am besten alle abstauben. Einer ist A1. Okay. Die werden von beiden Seiten attackiert. Das oh mein Gott, sind beide One. Die sind beide One. Pass auf, dass du von hinten nicht geholt wirst. Die Armen, die werden ja, von zwei Teams attackiert. Seiten. Die haben gar keine Lust mehr. Nee, die beenden gerade das Spiel. Die. Okay, wir müssen das gut ausspielen jetzt. Das Ding ist, die Zone wird gleich rasen und dann machen wir Pressure. Ja. Wir müssen gleich da raus. Ja, und die haben schon Big Damage kassiert gerade. Pass auf, dass du von da oben nichts abbekommst. Wenn warte mal, ich nehme jetzt den. Nee, ich nehme den. Ich nehme den. Warte mal. Der da hinten ist alleine, Alter. Okay, warte. Alles gut, ich bin jetzt. Den irgendwie zu holen. Ja, da geht Zone mit. Nee, sind zwei. Ja, lass die Zone. Ich hol gleich meinen. Wir müssen die zwei holen. Der kommt raus. Chillig. Pass auf. Boah, Pressure. Doch nicht? Hat jetzt Hit? Ich hab. Komm in meine Richtung. Bro, ich hab. Ich bin abgehauen. Ganz fette Hits, Bro. Auf ja. Skifahrerin. Gib ihn. Ich hab einen 50er hier. Ich hab 3 50er. Okay, halt dich. Ich komm jetzt. Wir sind echt fett getrennt, Bro. Ja, alles gut. Ich bin hinter dir. Kannst du zu mir? Oh mein Gott, wichtig, Bro. Ich komm zu dir. Hab einen. Oh mein Gott, so wichtig. Bro. Oh mein Gott, den hab ich. Ich komm zu dir. Wo ist der? Pusht er dich? Der andere ist dort unten. Der will seinen Kumpel wieder mit ihm. Aber da kommen noch andere. Komm mal hin. Warte, ich komm rein. Bro, das hab ich so crazy outplayed, ne? Der ist hier. Muss das nachladen? Oh mein Gott, er hat gute Hits. Wichtig. Er ist one. Hä? Pickaxe! Da ist schon wieder so einer, der uns verarscht. Ey, er hat wirklich 2 AP. Der abgehauen? Wo ist er? Nein, ich glaube, andere. Oh mein Gott, ich werd weggelasert, Bro. Komm her, ich hab 50er für dich, hier hinter dir. Ja. Hä? Ich seh den Schild noch nicht da unten. Okay. Was macht dieser eine Typ? Hast du Spider-Man noch? Hier links wurde jemand geholt. Ja, der eine ist Gott. Die einen sind Gott, Götter. Bro, die treffen jeden Schuss. Hier unten. Hier ist noch Blut. Ja, ich muss abbauen. Ey, die treffen alles gerade. Danke für nichts. Die haben sich einen richtigen Base, Lama-Base gebaut, glaube ich. Boah, ich muss mich erstmal heilen, Digga, damit ich Bescheid weiß. Ja, alles gut, ich bin safe. Oh, Zone ist auch gut bei mir. Ja, wichtig, nochmal. Bist du das mit Spider? Ja, ich bin das. Boah, es leben noch viele Leute, ne? Ja, übelst viele. 2 Medkits. Da oben sind die müssen aber move gleich. Übelst weit weg getrennt, Digga. Ja, sind die nicht? Komm in deine Richtung. Wir müssen nur auf die da aufpassen, die da, das ist. Ja, 20er, oh mein Gott, er tut es. Er hat absolut eklige. Er heult gerade innerlich. Er heult gerade, dass er Jump Head genutzt hat und dass er überhaupt in der Runde drin ist. Hast du noch ein großes Schild dran? Nee, leider nicht. Aber das ist gut, wir haben gute Pose hier und der eine hat gesagt, oh, echt stark, das ist was bekommen. Guck mal, was die da gebaut haben. Hat den? Stark. Komm mal, ich baue mich schnell weg. Ja. Untergefallen. 21er. Und die sind unter uns, oh mein Gott. Ja, der eine ist oben, ist one. Der 21er bekommen gerade. Der von der Seite einfach geschossen. Einer hab ich. Oh mein Gott, das ist wirklich gute Position, die wir haben gerade. Ja, die schafft er nicht wieder zu nehmen. Jetzt einer ist down. Oh mein Gott, wir haben so gute Posi. Warte, Druck machen. Ich werd weggelasert. Scheiße, ich muss mich heilen, Bro. Ja, halt dich. 15 Sekunden baue ich.
Hab ihn. Medkit, 5 Sekunden. Alles gut. 3. Der Baum muss weg hier. Oh Mann. Absieht es holen werden. Der eine ist low, Bro, der hat kein Schild mehr. Der auf mich schießt, der hat kein Schild. Okay. Unten war auch noch einer. Ja. Hier links unter uns auch noch einer, hier, ne? Sicher. Ja, ja, ich glaub. Ja, ja, der ist da drinnen. Okay, der ist alleine, aber die anderen sind, glaube ich, zu zweit. Ja, ja, aber der ist one. Der ist one. Das ist unser Kill. Okay. 2 Hits hat er noch bekommen von mir. Ist er down? Nee, nee, er ist über mir. Hab ihn. Wichtig, Spur. Oh mein Gott, hier sind noch mehr Metz, Metz! Hoch Schild unbedingt. Kommt da nicht rein. Die sind ganz auf High geworden, Nein, Mann, jetzt habe ich mein Medkit gedroppt. Ich bin gut in der Zone. Noch 2 Gegner. Ja, das sind. Kommt zu dir. Der lasert mich weg. Der hat mich. Scheiße, dieser dumme Schildkrank. So, geht in die andere Richtung. Ah! Nein, ich muss auch wieder getroffen. Schade, ey, das war gewonnen, Leute. GG. Also, uns fehlen jetzt wirklich noch 40 Punkte zum Champion, Freunde. Oh nee, stand in der kleinen Striche. Das war trotzdem Runde. Ich denke, das sind 40 Punkte. Gesehen, dass ich und SU auf jeden Fall die wahren Champs sind der Runde. GG, Alter, 500 Punkte stand die Navakan hier. Kleiner Stricher. Egal, Leute, ich hoffe, euch das Video wie immer gefallen. Gerne Abo-Button und Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Gerne auch einen Daumen nach oben da lassen, wenn es euch gefallen hat. Würde mich freuen. Und gerne einen Kommentar da lassen. Ihr wisst, lest mir Kommentare immer gerne durch. Dann würde ich sagen, euch noch einen wunderschönen Tag, Leute. Und bis zum nächsten Video. Bye.